sind ja mittlerweile in Australien angekommen, waren die ersten vier Tage in Melbourne und haben danach einen House-Sit begonnen. Und House-Sit bedeutet, wir passen auf das Haus und die Tiere, in unserem Fall sind das zwei Hunde, auf, während die Besitzer selber in Urlaub sind. Und ja, es ist halt super praktisch. Wir wohnen das quasi umsonst, ja, also wir bezahlen dafür nichts. Dafür passen wir halt auf das Haus und die Hunde auf, wie gesagt. Aber wir genießen die Zeit hier. Das Haus ist in Sunbury, das ist ein Vorort von Melbourne. Ich glaube ungefähr 40 Minuten mit dem Auto entfernt, also schon deutlich außerhalb von Melbourne selber, von der Großstadt. Und ja, hier ist halt so eine typische Vorstadt, große Wohngebiete. Aber ich sag mal, im Gegensatz zu Deutschland, super viele Parks. Also wir können hier einfach aus dem Haus gehen, 2 Minuten, 3 Minuten fängt der erste Park an und ja, man kann dann von Park zu Park laufen, man muss vielleicht mal eine Straße überqueren. Das ist ja super schön, gerade um auch mit den Hunden rauszugehen. Es gibt viele Spielplätze für die Kinder. Ja, und so verbringen wir dann halt hier die Tage. Ja. Also gehen viel spazieren, gehen viel raus mit den Hunden, machen den einen oder anderen Ausflug zu irgendwelchen Nationalparks oder auch nochmal nach Melbourne selber sind wir gefahren. Sind insgesamt 5 Wochen sind wir hier, also ist echt schon ein langer House-Sit. Ja, aber also eigentlich gibt es hier genug zu sehen, was man sich angucken kann, sodass einem nicht langweilig wird. Ja, also wir haben versucht mal ein bisschen mehr zu filmen, jetzt seitdem wir hier sind. Und ja, nehmen euch einfach mal so mit, also querbeet, was wir hier so machen. Wie gesagt, Ausflüge, mit den Hunden spazieren, von allem ist was dabei und viel Spaß. Wie bist du da raufgekommen? Ich bin hier drauf. Ja. Und hier hoch. Okay. Hab mich dann hier so festgehalten. Und hier drauf. Eieiei. Und dann bist du doch umgeklettert und hast dich hingesetzt? Ja. Wow, Mami, zeig mal. Niemals. Das geht ja knöller hier. Cool. Also hier sind immer noch wilde Kämpfe im Gange, ja. Das wird jetzt so lange gut gehen, bis gleich einer blutet oder weint, ja. So endet das doch eigentlich immer. Aua! Das sind meine Säbel! Ein Kurzschwert und ein langes. Wow. Also ich habe im Gefühl, dass es diesmal meine Frau sein wird, die hier den Kürzeren zieht bei den zwei. Ich hab Angst! Oh, Linus! Ich bin voll schwach drauf! Oh, cool, der hat so einen dicken Stock hier geholt, ja? Und ich mit meinem dünnen Stöckchen hier. Hör mal, ich hab Angst, hier weg! Ah! Oh, oh, einfach übergebrochen! Oh, der bestialische Ausdruck hier! Da hätte ich auch Angst. Rettete Bogen! Bloom! Bloom! Was ist kaputt? Mein Schwert ist kaputt. Oh. Ja. Ich bin besiegt worden. Habt ihr die Mama besiegt? Ja! Ich hab mit dem hier mal voll aufgehauen. Oh, warte mal, der schon ist da wieder. Oh, da. Der ist schon kaputt.
man rutscht nicht ab. Ah. Auch bei bergauf nicht, das ist wir haben jetzt hier so einen Weg ausprobiert, weil wir gedacht haben, naja, der wird wohl auch wohl zum Parkplatz zurückführen, aber mittlerweile sind wir uns da gar nicht mehr sicher. Das ist ein super cooler Trampelfahrt, macht doch Spaß, aber ja, wir müssen einfach mal schauen, wo wir gleich auskommen. Ob wir im Auto auskommen oder ganz woanders, wir werden sehen. Ich habe die gelben Blumen entdeckt. Genau das Richtige für ein Knie mit Kreuzbandriss, oder? Ja! Klappt super, alles in Ordnung. Achtung, super! Wir sind wieder an den Parkplatz ausgekommen. Haben wir doch den richtigen Weg gewählt? Ja! Es war aber anstrengend. Ja, also nachdem wir jetzt den Park besichtigt haben, haben wir auch mal uns das Informationszentrum angeschaut. Und das sind also alles Lava-Gesteinsformationen, die sich halt hier über die Millionen von Jahren entwickelt haben. Sah auf jeden Fall sehr cool aus. Hat Spaß gemacht.